Hallo, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Heute habe ich mal wieder eine Rezension für euch. Und zwar habe ich gelesen, Um Leben und Tod von Michael Robotham ist erschienen im Goldmann Verlag, hat 474 Seiten. Nochmal vielen, vielen Dank an den Goldmann Verlag, der hat mir dieses Buch nämlich zur Verfügung gestellt. Da habe ich mich wirklich sehr, sehr darüber gefreut. Ich habe nämlich die ganzen anderen Romane bzw. Thriller von Michael Robotham schon gelesen und die habe ich wirklich geliebt. Ich meine, da sind jetzt 2, 4, 6, 9 Stück schon erschienen. Das ist jetzt, glaube ich, meine ich, der 10. Teil. Die vorherigen Bände, die von ihm erschienen sind, gehören zu einer Reihe zusammen um das Ermittlerduo Vincent Ruiz und Joey O'Laughlin. Wo ich mir bei dem Band hier nicht so sicher war. Ich habe ja nur den Klappentext gelesen und da ist jetzt kein Wort von den beiden Ermittlern gefallen. Ja, es hat sich herausgestellt, dass das tatsächlich ein Einzelband ist, also ein Band, der nicht zu dieser Reihe gehört, tut der Sache aber gar keinen Abbruch. Also ich muss sagen, mir hat das Buch wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ist wie gewohnt, Michael Robotham hat einen ganz, ganz tollen Schreibstil. Aber bevor ich jetzt weiter auf das Buch, auf meine Meinung eingehe, sage ich euch nochmal kurz, worum es überhaupt geht, damit ihr da so eine gewisse Ahnung habt. Ja, und zwar ist das Buch auch in dem Sinne nochmal anders als die anderen Thriller, die ich bisher gelesen habe, weil das Verbrechen, worum es ja eigentlich sonst immer in einem Thriller geht, wo man ein bisschen hinfiebert, wer denn der Mörder ist, ja, liegt alles schon in der Vergangenheit. Das Verbrechen, das nämlich in diesem Buch geschehen ist, liegt schon über 10 Jahre zurück. Unser Täter, Ordi Palmer heißt er, sitzt schon seit fast 10 Jahren im Gefängnis für einen Raubüberfall, bei dem ja nicht weniger als 4 Menschen gestorben sind und, wie viel waren es, 7 Millionen Dollar erbeutet wurden. Ja, von dem Geld fehlt jede Spur. Man sagt sich, dass auch sein Bruder mitgemacht hat bei diesem Überfall. Das war ein Überfall auf einen Geldtransporter, der gründlich schiefgegangen ist. Und ja, sein Bruder Karl ist wohl auf der Flucht, hat sich irgendwo abgesetzt. Man weiß es nicht. Ordi hüllt sich in Schweigen. Er sagt dazu nichts, nimmt alles so hin, hat sich schuldig bekannt tatsächlich. Und ja, verbringt jetzt schon 10 Jahre seines Lebens im Gefängnis dafür. Ja, wie sein Leben dort aussieht, kann man sich vielleicht vorstellen, wenn man, wenn die anderen Mitinsassen und auch die Gefängniswärter davon überzeugt sind, dass man 7 Millionen Dollar irgendwo versteckt oder geteilt hat. Es ist wahrscheinlich kein angenehmes Leben, so viel kann man wahrscheinlich sagen. Und er wird bedroht, er wird drangsaliert, er wird fast ermordet, also ihm geschehen da wirklich ganz, ganz schlimme Dinge im Gefängnis. Aber er nimmt das einfach alles so hin. Er hat anscheinend einen gewissen Glauben, dass zumindest ahnt so sein Zellen-Nicht-Genosse, also es ist so dein Zellennachbar, sagen wir es so. Und ja, er ist während der letzten 10 Jahre ein guter Freund für ihn geworden. Ich weiß gar nicht, wie er heißt. Moss? Ich meine. Naja, tut ja auch jetzt nichts zur Sache. Auf jeden Fall hat er einen Freund gefunden im Gefängnis und ja, nun rückt der Tag seiner Entlassung immer näher. Die 10 Jahre sind fast abgesessen. Er wird am nächsten Tag entlassen. Und was wir schon hinten auf dem Klappentext erfahren, wenige Stunden vor seiner Entlassung flieht Ordi aus dem Gefängnis. Ja, darüber kann man jetzt denken, was man möchte. Warum flieht er kurz bevor er legal, ganz normal das Gefängnis verlassen könnte, aus dem Gefängnis? Was macht das für einen Sinn? Es scheint irgendetwas Großes dahinter zu stecken. Hinten steht drauf, Ordi will nur ein Leben retten und das ist nicht seins. Ja, das Buch ist wirklich sehr, sehr spannend geschrieben. Was ich auch ganz toll finde, sind die verschiedenen Erzählstränge. Die geben dem Buch so eine richtige Komplexität. Es sind, ich weiß gar nicht wie viele, also wir haben das ganz normale aus der Sicht von Ordi, wie es jetzt momentan ist, also nach der Flucht. Dann haben wir Ordis Leben vor der Tat, also wie er gelebt hat und was er sein Geld verdient hat. Dann haben wir noch aus der Sicht seines Zellennachbarn. Dann haben wir noch eine Sichtweise von der leitenden FBI-Detective, wie auch immer, Agentin in der Jetztzeit, die sich auch nicht ganz sicher ist, dass damals alles so richtig ist. Sie hat auch Ordi interviewt oder vernommen, interviewt sage ich schon, vernommen und war irgendwie nie ganz von seiner Schuld überzeugt und stochert da so ein bisschen in alten Wunden rum. Also sie ist auch nicht so ganz von Ordis Schuld überzeugt. Ja, und
Ich meine, es wären 4 Stränge, wenn mich nicht alles täuscht, aber das ist jetzt nicht unbedingt verwirrend. Es ist einfach, man kriegt da so ein richtiges Gesamtbild. Ich liebe das ja. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt, wenn wir haben verschiedene Handlungsstränge und da denkst du so, ja gut, warum erzählen die das jetzt so weit? Ne? Warum muss ich das jetzt wissen? Tut das der Geschichte irgendwie einen Gefallen oder so? Und ja, das tut es in diesem Fall, denn Ordis Vergangenheit hat ganz, ganz viel. Wissen Sie, Ordis Leben noch lange vor der Tat hat so viel damit zu tun, was während der Tat passiert ist. Und auch die Beziehung zu seinem Bruder, seine Familiengeschichte, alles das spielt eine große Rolle. Es ist fantastisch geschrieben. Also wie ich schon gesagt, es hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht zu lesen. Ja, Michael Robotham kann einfach schreiben. Und ja, ein bisschen schade fand ich es tatsächlich, dass nicht meine beiden Ermittler mitgespielt haben, weil die wirklich. Die haben richtig viel Power und viel Personalität und Persönlichkeit, wollte ich eigentlich sagen, nicht Personalität. Und ja, die geben den Sachen noch so eine gewisse Würze, obwohl ich Ordi auch als Hauptcharakter wirklich ins Herz geschlossen habe. Obwohl er auch kein Kind von Traurigkeit ist, sagen wir es mal so. Also er ist wirklich jetzt nicht der, ja, der Heilige irgendwie, aber man kann mit ihm ganz toll sympathisieren. Ich fand, der ist ganz toll ausgearbeitet, auch seine Hintergrundgeschichte. Man kann ihn, also ich zumindest, kann das voll nachvollziehen. Und mir hat das wirklich sehr, sehr gut gefallen. Ja, ich möchte auch jetzt von dem Buch auch gar nicht so viel vorwegnehmen. Das verdirbt nämlich so die Spannung und das ist das, wovon das Buch auch teilweise lebt. Ich kann nur dazu sagen, mir hat es wirklich sehr, sehr gut gefallen. Und ja, ich kann es euch auf jeden Fall ans Herz legen. Was ich dazu noch sagen muss, ist halt mehr so auf psychologischer Ebene geschrieben. Ich schätze mal, das wird klar, weil wir ja kein richtiges Verbrechen mehr haben, sondern eher so die Hintergründe erfragen und ist das jetzt wahr oder nicht? Und ja, ist alles so, wie es scheint, auch in Bezug auf die Polizei und auf Ordi und auf seinen Mitinsassen und auf alles Mögliche. Das ist wirklich alles ein Netz von Lügen, ein Netz von. Ja, Korruption von Unwahrheiten, von Egoismus. Es ist wirklich, ja, ein ganz, ganz tolles Buch mit ganz vielen verschiedenen Facetten. Ich kann es euch wirklich nur ans Herz legen. Es ist auch erst vor kurzem erschienen, jetzt am 20. Juli. Und ja, es ist halt nicht so Splatter. Da gibt es keine rohe Gewalt, keine blutigen Wände, da gibt es ja nur psychologischen Tobak. Was natürlich auch mal nicht schlecht ist. Ich lese sowas sehr ganz gerne. Vor allem, wie ich schon gesagt habe, diese verschiedenen Handlungsstränge haben mir sehr gut gefallen und auch die Charaktere waren wirklich echt mitunter sehr, sehr gut ja, ausgearbeitet und beschrieben. Ansonsten, ja, schreibt mir gerne in die Kommentare, ob ihr das Buch schon gelesen habt. Ich setze euch auch sonst die Links nochmal unten rein. Und ja, ansonsten sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Bis dann. Tschüss.